So, einen wunderschönen guten Tag, Leute. Wir sind jetzt angekommen in USA, mal wieder. Und Hotel haben wir schon bezogen. Da haben wir schon eine Nacht jetzt drin gepennt. Und jetzt heute Morgen geht es dann los. Und ich persönlich habe mir jetzt endlich mal einen ganz großen Traum erfüllt, den ich schon seit ich ungefähr 14 war, hatte. Und wir sitzen hier gerade in einem Auto. Das ist... ich sag mal so, das ist speziell. Das ist etwas, was ich schon immer haben wollte. Ich drehe das Kamera mal kurz um, damit wir von innen gucken können. Und zwar haben wir hier eine schöne Corvette, ganz nagelneu. Und vor allem hier vorne sieht man so sehr geil, wie das so gewellt ist, so die Motorhaube da vorne. Das ist schon sehr, sehr geil gemacht. Und hier sieht man. Und hier das kann man auch noch hoch und runter fahren. Warum auch immer, kann man da drin irgendwas aufladen. Ja, und wir gucken uns das Auto natürlich auch mal von außen an, ist ja klar. So, ganz wundervoll, oder? Ganz, ganz wundervoll. Wenn das nicht geil ist, dann weiß ich es auch nicht mehr, Leute. Guckt euch das Traumgerät mal an. Ist das geil oder ist das geil? Und jetzt kommt aber der absolute Knüppler. Von hinten sieht das ja wohl... Also da könnt ihr mir erzählen, was ihr wollt, Leute. Das ist einfach... Das ist ein Monster. Das ist ein absolutes Monster, das Auto. Nochmal! Ist das geil! So Leute, hier sind wir jetzt bei Sony Interactive Entertainment und was hier gemacht wird, ist glaube ich ziemlich offensichtlich. Fetter kann man das Logo glaube ich nicht vorne dran stellen. Also hier wird natürlich auch viel für die PlayStation gemacht und das Problem ist, heute ist zu. Das heißt, wir können da nicht rein, aber wir sind da schon mal ums Gebäude gegangen. Da hast du schon überall an den Fenstern diese ganzen Spiele und so gesehen, so Figuren von Racing und weiß der Geier alles Mögliche. Und das Gebäude ist schon wirklich rollig. Ne? Also überall diese Glasfronten und so, ne? Das sieht schon schick aus. Der Rasen hier ist auch total gepflegt und sehr, sehr geil gemacht ist das auf jeden Fall. Wow. Okay, das mal an. Was machen die da? Krass, oder? So, wir sind hier an der Facebook-Hauptzentrale jetzt. Mal wieder. Und wir haben schönes Wetter, wie man sieht. Und wir machen jetzt natürlich Fotos. Ne? Ist ja klar, hier muss man ja Fotos machen. Hackerway. Warum heißt denn eigentlich Hackerway? Sehr geil. So, jetzt sind wir noch ein bisschen weitergefahren, wieder von Silicon Valley Richtung Downtown San Francisco und wir sind an der YouTube-Hauptzentrale. Hier steppt der Bär. Hier wird das alles gemanagt. Und das ist eins von den Gebäuden. Und da vorne, wir drehen uns mal ein bisschen. Achtung, da ist... Das zweite und da ist das dritte. Ich glaube, die gehören alle hier dazu. Ja, genau. Warte, ich drehe mich schon ein bisschen. Das gehört auch dazu. Da sieht man schon diese ganzen Likes und Herzchen und YouTube-Sachen und so. Das ist krass. Allerdings, ja, wir haben heute Ostersonntag, wo ich das jetzt gerade aufnehme. Und da ist natürlich alles zu. Das heißt, wir kommen da natürlich nicht rein. Ich glaube, da kommt aber sowieso nicht rein. So, Leute, jetzt sind wir im Silicon Valley. Und das, was ihr hier alles seht, das ist Electronic Arts. Hammer, oder? Wir drehen uns mal ein bisschen. Ich hoffe, euch wird nicht schlecht dabei. Wahnsinn. Das gehört alles dazu. Wow. Und da vorne, da ist das Visitor Center. Und da versuchen wir mal reinzukommen. Ich hoffe, das klappt. So, jetzt sind wir tatsächlich reingekommen. Electronic Arts. Und das sieht richtig geil hier aus. Guck mal, hier sind sogar schon... Da kannst du so geile Fotos machen mit dem Stuhl und so. Sieht total abgefahren aus.
Und da steht das Motorrad und überall so coole Sachen. Das ist schon geil. Und wir gehen jetzt mal ein bisschen rum. Ich weiß nicht, wie weit wir hier gehen können, aber Achtung, ich drehe mich. Wir gehen mal ein bisschen hier rum. Ich weiß nicht, wie viel man hier sehen kann. Wow. Geil. Arkon. Ist das cool. Guck mal hier, FIFA. Geil. Ist das cool. Wow. Geil. Der ganze alte Kram. Yeah, Corvette, Alter, was geht ab? Guck mal, das sieht richtig geil aus hier. So, Achtung. Das geht schon nach vorne, ey. Das geht schon echt nach vorne. So. Das bockt schon hart, das bockt schon hart. Das Ding ist schon echt geil. Wir fahren nämlich jetzt zum 439 und da ziehen wir uns was Leckeres rein, so eine Bread Bowl, so eine Brotsuppe. Hier gehen wir essen. So, jetzt sind wir am 439, wie versprochen. Und jetzt gibt es eine Spezialität aus San Francisco. Und zwar ist das hier ein Bread Bowl. Das nennt sich hier White Clam Chowder. Und ja, da ist halt Suppe drin. Das ist so ein Brot, was du aufklappen kannst. Und da kannst du dir eine Suppe reinziehen. Ich bin sehr gespannt, das mit Muschelfleisch. Und das werden wir uns jetzt hier gemütlich reinschrauben am 439. Aha, ich bin gespannt. Nachos zum selber machen. Die kannst du hier rausholen und dann kannst du die selber machen. Jetzt guck mal, wie das funktioniert hier. Ja, geil. Matsch, 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 matsch. Kommt nicht so viel raus. Wir haben es leer gemacht. Und jetzt noch Chili. Geil. So, und jetzt können wir das da vorne noch an der Bar, können wir das noch weiter belegen hier mit so einem Zeug, das machen wir jetzt gleich auch noch und dann schleifen wir uns das rein. Ha, so sieht's aus. So, jetzt sind wir bei Sony und
ist die Eingangshalle hier. Und hier ist auch schon eine riesige Playstation. Und diese coolen Controller-Logos da hinten. Das sieht richtig geil aus hier. Hammermäßig. Und wenn wir jetzt hier mal umdrehen, guck mal, hier sind die ganzen Sachen von Sony, die wir halt, ne? Sehr, sehr geil. Und wir gehen mal ein bisschen durch hier. Achtung. Gehen mal ein bisschen hier rum. Hier sind wir am Start. Guck mal, 13. Oktober 2016. Weißt du Bescheid? Guck mal, da war auch schon gerade super hot. Geil, guck dir das an. Da drin gibt es irgendwie noch Demos, so wie es aussieht. Da kannst du Demos zocken. Sehr, sehr cool. Ja, das ist schon geil hier, das einfach mal so zu sehen. Ne? Bei Google sind wir jetzt im Hauptquartier. Mal wieder. Und ja, hier ist das Zentrum der Datensammlerei. Sehr, sehr geil. Riesig, riesig. Boah, aber es ist heiß hier. Es ist sehr, sehr heiß. Wir können hier nicht so lang bleiben, das ist brutal. Naja. Und jetzt gehen wir gleich in den Merchandise-Store und da kaufen wir uns noch ein bisschen T-Shirts dann, wie immer. So, jetzt sind wir im Texas Roadhouse, nachdem wir ja eine gute Strecke von San Francisco nach L.A. gefahren sind. Und ja, ich habe mir wieder was Feines bestellt, und zwar ein 16-Ounce USDA Choice Sirloin Steak mit ja, Mushrooms, was heißt das nochmal auf Deutsch? Champignons und einer Süßkartoffel mit Marshmallows und Mais. Das ist geil, das ist richtig geil. Ich bin gespannt, ob ich das schaffe, aber ich denke schon. How are you? You want something to eat? No? How are you today? What's up with you? Ich glaube, der ist nicht mehr ganz knusprig. Der versteht uns nicht. Aber der kann uns angucken. Krass. Ach, der hat Hunger. So, hier sind wir am Hollywood-Logo. Das ist so, hier so der Ort, den nicht unbedingt jeder kennt. Das ist halt die Stelle, wo du am nächsten dran kommst an das Hollywood-Logo, ohne dass du irgendwas Illegales machst. Weil wenn du da, hier darfst du schon nicht weitergehen. Eigentlich darf ich schon hier die 2 Meter nicht ein. Aber ich glaube, das ist jetzt nicht so schlimm. Aber da oben darfst du halt nicht hoch. Und hier ist halt so, ja, wenn man hier mal guckt, hier sind dann die ganzen Bonzen, die da hinten wohnen. Und ja, hier kommst du halt sehr nah an das Zeichen dran und kannst dann schön Fotos machen. Und ja, so sieht's aus. Hollywood. Und jetzt gleich geht's zum Walk of Fame natürlich. Da muss man natürlich auch gewesen sein. Thank you.
So, am Walk of Fame sind wir jetzt. Guck mal, da sind die, auch mal hier Sandra Bullock, Keanu Reeves. Die kennt man ja alle schon hier. Geil. Donald Trump haben wir hier, guck mal. Da, wo die Damen da gerade stehen. Und es hat noch keiner zerstört. Mich wundert das. Mich wundert das. Warum kriegt denn der hier so einen krassen Stern direkt am Start hier? Wir sind ja ziemlich im Zentrum vom Walk of Fame. So, jetzt sind wir an einer kleinen Spezialität hier in, mitten in Los Angeles irgendwo und das Ding heißt, nennt sich B-Suite und hier gibt es so krasses Zeug, das nennt sich Halo, das sind so, ja, ich weiß, das sind Brote irgendwie quasi mit einer Eiskugel drin, die werden irgendwie in den Toaster gelegt. Ich bin sehr gespannt, wir werden das jetzt einfach mal ausprobieren und dann schrauben wir uns das mal rein. So, jetzt haben wir das gute Stück hier, da ist es und ja, das ist jetzt quasi hier so ein, das sieht aus wie ein großer Bagel oder Donut und hier ist halt so ein Eis drin. Und dazu habe ich mir noch so einen Drink hier bestellt, ich weiß nicht, da ist auch Eis drin mit so komischem Zeug. Auf jeden Fall ist das sehr gesund und nahrhaft. Hat glaube ich nur gefühlt 4000 Kalorien. Mmh. Boah. So sieht das aus. Also das hier lebt extrem. Das ist sauklebrig. Das schmeckt geil. Das ist ein bisschen knusprig hier draußen. Und hier ist dann halt so ein komisches, da ist hier dieses Hawaiian Punch drin und eine Eiskugel. Ja, kann man sich reinschrauben. B-Suite heißt der Laden hier. Kennt ihr den Laden da hinter mir? Randy's Donuts. Das sieht man öfter mal in Filmen, ne, wo dann zum Beispiel der Donut da runterrollt oder weiß der Geier was. Ne? Das ist so ziemlich der weltbekannteste Donutladen überhaupt. Ja, das ist mitten in L.A. hier irgendwo. Und ja, wir haben gedacht, wir schrauben uns das mal rein. Noch mehr Kalorien, ne? Except for her, what you was going through, so yes, I care. Whoa, so I'ma put it with this poetry. You can call it rapping, but Crystal, this is poetry. Started from the bottom, now I'm rising to the top. Yes, I'm reincarnated, yeah, my brain, it won't stop. So, Crystal, yes, I got a message. You was an angel, and you came from heaven. So, Leute, wir sind jetzt am Santa Monica Pier. Und ja, ich glaube, die meisten von uns werden das vielleicht eher aus einem Computerspiel kennen, aus GTA. Hier kannst du natürlich auch rumheizen dann. Also ich finde das hier, das sieht sehr, sehr cool aus. Hier ist viel los, wir haben gutes Wetter und wir werden jetzt mal da hinten auf den Rummelplatz gehen und vielleicht ein bisschen was zu essen reinschrauben, keine Ahnung. Auf jeden Fall sehr, sehr cool hier. So, jetzt sind wir hier schon wieder beim Essen und hier gibt es die World Best Flavored Fries, also Pommes mit Geschmack und guck mal hier, die sind mit, ich weiß nicht, was das ist
Knoblauch irgendwie. Knoblauchpommes. Ha, unfassbar. Die haben hier ein Zeug, mit was viel Kalorien hat. Unglaublich. Aber egal, wir schrauben uns das rein. Lecker, lecker, lecker. Bei den, wie heißt das Ding? Americana Mall sind wir jetzt. Mitten in L.A. So, unser letzter Tag in San Francisco. Morgen geht's schon wieder nach Hause. Und jetzt sind wir noch im Westfield San Francisco Center. Das ist mitten in der Innenstadt. Und ja, wenn man mal hier so hoch guckt, das ist schon wieder völlig übertrieben, ne? Was hier alles gibt. Hier kannst du tausend verschiedene Klamotten kaufen und essen und weiß der Geil. Wir gehen jetzt aber natürlich in den Microsoft Store, weil da gibt es natürlich die Sachen, die mich jetzt interessieren. VR, vielleicht haben sie irgendwas Günstiges, mal gucken. Kann ja nicht schaden, da mal vorbeizuschauen. Aber das ist hier schon wirklich wieder echt heftig, heftig, heftig. alles ist hier so übertrieben, ne? Alles so riesengroß. Wahnsinn. So, jetzt sind wir wieder am Flughafen, nachdem wir einmal durch komplett Kalifornien gereist sind. Und jetzt müssen wir noch ungefähr 2,5 Stunden warten, bis wir einsteigen müssen. Und dann geht's zurück nach Frankfurt. Und ja, dann fahre ich auch wieder nach Hause. Leute, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr habt es auch schön mit 3D-Brille oder halt mit einer VR-Brille geschaut. Und wenn euch das gefallen hat, gebt mir einen Daumen nach oben und abonniert mich. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal in der virtuellen Realität. Haut rein. Ciao.